Hallo liebe Schachfreunde, seit einiger Zeit gibt es die Möglichkeit auf der Seite der Schacharena gegen Schachcomputer zu spielen. Verschiedene Schwierigkeitsstufen benannt, sehr hübsch nach Tieren und je größer das Tier, desto stärker die Stufe. Ich habe ja schon eine Einführung mit dem Webmaster zusammen gemacht und heute möchte ich euch mal einige Partien oder Partieausschnitte zeigen gegen leichtere Spielstufen. In dieser Position war ich weiß und die Ameise, das ist also die leichteste Stufe, zog hier den Springer nach D5 und schlug also den Bauern. Ihr könnt jetzt mal überlegen, wie ihr als Weißer fortsetzen würdet. Es gibt zwei sehr gute Fortsetzungen. Nun, ich habe gespielt, Dame schlägt Springer. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend für den einen oder anderen, aber mit ein bisschen Taktiktraining sieht man dieses Motiv sofort. Würde er jetzt, hat er gar nicht gemacht, die Dame zurückschlagen, dann käme Springer C7 mit der Springergabel und ich habe dann letztlich doch eine Figur gewonnen. Ich sagte, es gibt zwei gute Möglichkeiten. Die zweite ist ein bisschen raffinierter. Die zweite Möglichkeit ist nämlich Läufer schlägt C7. So, und da muss man doch ein bisschen was sehen. Läufer schlägt C7. Nun, was soll er machen? Ja, die Sache ist natürlich, dass jetzt hier im Prinzip das Gleiche droht. Der Läufer könnte sich dann hier abtauschen und so weiter. Ja, aber was passiert auf Springer schlägt C7? Tja, nun muss man es eben sehen. Jetzt kommt Springer D6 Schach. Und der Witz ist, dass die Dame den nicht schlagen kann, beziehungsweise wenn sie ihn schlägt, ist die Dame weg. Denn wir haben ja hier auf der E-Linie eine Fesselung. So, und wenn die Dame da nicht den Springer schlägt, muss der König ziehen. Ja, und jetzt kommen hier einige, ja, zum Beispiel Springerabzüge sind möglich. Springer schlägt F7, gewinnt sofort die Dame. Das wäre sogar noch ein Ticken besser gewesen, aber auch in der anderen Position habe ich dann locker gewonnen, denn ich hatte ja eine ganze Figur mehr. So, ich komme jetzt zur Schnecke. Hier zeige ich mal die ganze Partie. Nein, aber die ersten Züge. Die Schnecke spielte hier D5, skandinavisch. Und nun, das ist ein sehr häufiger Zug. Mit Springer F6 schlägt man den Bauern nicht zurück und will den später dann mal nehmen. So, normale Entwicklung. Springer D7. Springer schlägt D5, Springer F3. So, C6 ist jetzt so ein bisschen ungewöhnlich, aber naja, das ist noch nicht weiter schlimm. Und nun gewinnt Weiß hier ein Tempo, denn man greift ja den Springer an. Ja, und hier macht die Schnecke den bereits den entscheidenden Fehler. Dame A5 Schach. Ja, man sagt, naja, ist ja der Springer angegriffen, aber Schach muss ja der Gegner jetzt erstmal auf Schach reagieren, aber das mache ich natürlich mit Läufer D2. Und nun sehen wir das Problem der kleinen süßen Schnecke. Einmal ist der Springer angegriffen, aber auch die Dame ist angegriffen. Das ist hier Quatsch. So, und wie kann er beide retten? Es gibt nur eine Möglichkeit, den Springer dazwischen zu stellen. Man könnte jetzt ohne weiteres diesen Bauernangriff machen, A3. Aber der Bauer könnte zumindest den Springer nicht schlagen, weil ja hier unten dann noch der Turm hängt. Ja? Aber der Springer kann dann schon nicht mehr weg, ja, und das wäre schon ganz gut. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Dame nach B3. Nun deckt er ihn noch, indem er E6 zieht und damit öffnet er dem Läufer hier die Diagonale. Der Springer ist gedeckt. Ja, auch hier ist jetzt wieder A3 ein möglicher Zug. Er kann dann nicht mehr wegkommen mit seinem Springer und man kann ja irgendwann doch den Turm dann decken. Das dauert ein bisschen schneller, einfacher würde ich sagen, gewinnt der Bauernzug C5, der diese Diagonale des Läufers unterbricht. Jetzt ist der Springer zweimal angegriffen, kann nicht weg. Einzige Möglichkeit ist, diesen Springer zu decken.
Aber jetzt einfach Läufer schlägt A6 und man hat eine Figur gewonnen. Der Springer kann nicht schlagen, weil dann die Dame weg wäre. Die ist ja vom Läufer angegriffen. Und wenn die Dame schlägt, dann ist der Springer weg. Und damit ist die Partie praktisch schon entschieden. So, bevor ich zur dritten Partie komme, das ist jetzt gegen Ziesel. Ich hoffe, es hören nicht zu viele hin. Ich habe auch schon gegen die Ameise verloren. Ja, man ist geneigt, sehr schnell zu spielen, weil diese einfachen Stufen, eigentlich die schwierigen auch, ziehen sehr, sehr schnell. Und dann zieht man einfach mal mit, riskiert mal ein bisschen was und dann kann es auch mal schief gehen. Natürlich selten, aber passiert auch schon mal. Ja, jetzt in Ziesel. Ziesel spielt mit Weiß und beginnt mit F4. Man sieht also, dass hier die Eröffnung doch sehr abwechslungsreich gespielt werden. Das hat also der Webmaster gut programmiert. Und ich riskiere jetzt hier und spiele ein Gambit mit E5. Und die Annahme dieses Gambits ist völlig in Ordnung. Und jetzt sieht man das. Weiß hat sich noch gar nicht entwickelt, hat hier vielleicht sogar eine Schwäche im eigenen Lager. Schwarz hat den Läufer entwickelt und der andere Läufer hat schon freie Bahn. Ja, trotzdem, diese Stellung gilt also eher als so ein bisschen besser für Weiß. Ich erinnere mich hier an eine Blitzpartie, die ich mal gespielt habe, und dann zog mein Gegner Springer C3, etwas unbedarft. Naja, könnt ihr mal kurz gucken, was ihr machen würdet. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich wollte das mal nebenbei zeigen. Dame H4 Schach, 1 Herzog G3 und jetzt am besten mit der Dame nehmen. Und dann haben wir hier nach wenigen Zügen ein sehr schönes Matt. So, Springer C3 ist also ein grober Fehler. Der richtige Zug ist hier Springer F3, ja, oder Bauer D4. Das sind so die Züge, die am häufigsten gespielt werden, die also möglich sind. Ziesel spielte hier relativ schlecht Bauer E4. Ja, er durchschaute noch nicht, was jetzt kommt. Dame H4 Schach. So, G3. Ja, da wird man sagen, ach, jetzt gewinne ich doch einen Turm, ne? Dame H4 und das ist ja jetzt hier ein Doppelangriff auf König und Turm. Halt, das ist der Zerspringer auf König und Turm. Aber dieser Zug wäre nicht so besonders, denn dann kommt Dame E2. So, auf G3 würde man natürlich viel besser spielen. Läufer schlägt G3. Und den muss man jetzt wohl zurücknehmen, sonst ist die Königstellung völlig offen, aber dann hängt der Turm, kann sich überlegen, ob man hier weiterkommt und ja, würde sogar auch gehen, dass man erst noch den Bauern schlägt und nach diesem kann man jetzt sogar hier Läufer G4 Schach spielen, ist ja noch besser sogar und Springer E3, dann nimmt man hier weg und ja, gut, das geht also gar nicht, hat er auch nicht gemacht. Sondern er ist mit dem König hochgegangen. So, Läufer nach G4. Hier dieses Schach. Dann käme der Springer dazwischen. Ja, wäre sicherlich auch eine Option, aber besser ist hier Dame schlägt E4. Einziger Zug, König F2. Und nun kommt noch der Läufer raus mit Schach. Und an der Stelle, es sind glaube ich sechs Züge, gab der Ziesel auch bereits auf. Nun, warum gab er auf? Ich will die zwei Varianten vielleicht mal zeigen. Nach König G3 folgt zum Beispiel Dame E5 Schach. König hoch, ja, würde schnell matt werden. Das ist, glaube ich, hier Läufer E7. Ist schon matt, jawohl. Ja, und wenn er jetzt schließlich noch den König nach F3 spielt, dann ja, Dame F5 Schach, ja, viele Felder verbleiben ihm nicht. König F5, ja, König F5 ist glaube ich richtig. Ja, hier kommt Dame E4 Schach matt. Und was hat er noch? Hier König G3 und dann ist der Läufer hier mit dem Schachmatt. Ja, also
Das ist sehr hoffnungslos. So, gehen wir die Variante zurück. Halt, Läufer C5 ist schon richtig. Und Bauer D4, naja, kann man auch noch kurz zeigen. Dann schlägt der Läufer. Ja, wenn er jetzt König G3 kommt, kommen die Varianten hier wieder ganz, ganz ähnlich. Ja, Dame schlägt D4, ist auch völlig hoffnungslos. Eine Sache gibt es, glaube ich, noch. Wie war das jetzt hier? Ach so, jetzt muss man, glaube ich, hier mit Dame G6 Schach fortsetzen. Ja, und auch das ist jetzt völlig hoffnungslos. Also König F3 kommt zum Beispiel Dame G4 matt. Ja, ja, Läufer G5 dazwischen noch opfern, ist auch völlig sinnlos. König an Rand kommt jetzt auch. Wo ist es hier oben? Ne? Und dann kann der Läufer noch einmal dazwischen und das Schachmatt oder ähnlich. Vielleicht geht es sonst so schneller. Ja, das waren hier drei erfolgreiche Partien und drei, ja, interessante Positionen, die ich da auch gezeigt habe gegen die einfacheren Computerprogramme Ameise, Schnecke und Ziesel. Ja, beim nächsten Video werde ich mir mal den, wie heißt da, Wisent, glaube ich, vornehmen, insbesondere. Es grüßt euch, Abquark.